Hallo, hallo Abenteurer, ihr schaut Mo Fun VR mit mir, Mo Tensen, der in Skyrim abgeht wie ein Zäpfchen. Okay, jetzt geht's los. Heute soll der Tag sein, an dem ich endlich mich mal wieder meiner Hauptquest widme. Und zwar, mal gucken, ob ich die hier auch finde. Oh mein Gott, ganz schön viel Zeug. Drachenblut, ne? Also, ich muss jetzt... Ach, das ist schon wieder was anderes, meine Güte. Nee, ich will das Horn von Jürgen Windrufer in... oh Gott. Ustengraf besorgen, ja? Und dadurch erfahre ich ja dann wieder irgendwas über mein Drachenblut-Dasein. Ich habe mittlerweile halt ziemlich viel Käse auch erlebt und werde aus irgendeinem Grund langsam zum Vampir, habe auch schon eine ungefähre Idee, was ich dagegen unternehmen kann, aber ja, ne, jetzt machen wir erstmal sowas. Und hier ist übrigens mein neues Haus, ne? Sehr schick, und davor liegt immer noch der Typ, der zu zweit mit seinem Kollegen hier schon versucht hat, ein Attentat auf mich auszuführen. Das ist auch eine Sidequest geworden. Ich kann der Sache nachgehen und gucken, wer verdammt nochmal versucht, mich umzubringen. Ah, gar keine schlechte Robe. Und was auch witzig ist, dass die einfach hier liegen bleiben für immer, offensichtlich. Das checke ich gar nicht. Dass die nicht mal verschwinden irgendwann. Also, oder kann ich irgendwie dem Spiel sagen, die sollen sie mal wegräumen? Na gut. Alright, okay, da ich ja nach Ostengraf schon zu Fuß hingegangen bin, kann ich jetzt hinreisen, Ostengraf. Übrigens auch wieder eine ganz interessante Gegend. Da sah landschaftlich alles dann auch nochmal ein bisschen anders aus, können wir uns ja gleich mal angucken. Das ist wohl so eine Moorlandschaft oder so. Und ganz in der Nähe, oh, es ist abends, ganz in der Nähe gibt es auch, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, weil es da dunkel ist, aber seht ihr diesen großen Berg und man kann so ungefähr ahnen, ne, kann man nicht, jetzt finde ich selber nicht mal, wo war denn das, ach da, das da oben sind so Kuppeln und so, da ist nämlich eine große Stadt auf einem Felsen, ja. Und das ist auch nochmal eine ganz neue Gegend. Bei Tageslicht sah die ziemlich beeindruckend aus. Jetzt ist es nur eine Silhouette. Aber guck mal, wie schön der Nebel über dem Moor wabert. Uah. So, und hier, dieses Loch in der Erde ist Ustengraf. Ich weiß auch nicht, wer hier seine Lagerstätte hat. Offensichtlich wohnen hier irgendwelche Menschen auch. Ich guck mal ganz kurz. Flammen, Bogen, Schwert, unerbittliche Macht. Okay, scheint alles an seinem Platz zu sein. Und dann würde ich sagen, boom. Bist du bereit, Lydia? Ja. Sag doch mal was. Ich finde es irgendwie besser, wenn ich meinem Kompagnon, da hätte auch einen eigenen Namen geben können. Stell dir mal vor, man kann der Gefährtin da den Namen seiner eigenen Freundin geben oder so, das wäre doch super, ne? Okay, durchsuchen großen Sack. Ich habe jetzt in meinem Haus endlich mal abgelegt und kann deswegen wieder Sachen untersuchen. Stahlschwert, wach, brauchen wir nicht. So, ich fange jetzt schon hier an, alles zu durchsuchen. Tomaten. Wir essen nochmal Tomaten, bevor es losgeht, ne? Man weiß ja nie. Oh, und ich habe auch schon wieder 1000 Goldstücke. Uff, so, ich bin gespannt. Ich weiß natürlich mal wieder überhaupt nichts über die Quest. Und das wird sich noch rächen. Oh, meine Güte, hier scheint ja schon ein bisschen was passiert zu sein. Da liegt schon wieder der nächste Dode. Bandit allerdings. Dem knüpfen wir das Gold ab. Wir lieben Gold. Okay, Lydia ist bei mir. Das ist tatsächlich ein Ding, was ganz cool ist, dass ich diesen Kompagnon hier habe. Irgendwie
Vielleicht auch gerade für ein VR-Game, wo man ja immer so ein bisschen abgeschottet ist vom Rest der Welt, fühlt sich das denn nicht so lonesome an? Meine Güte, hier liegt auch noch jemand. Zaubertrank der Kleinheilung. Wenn ich eins auch jetzt mittlerweile en masse habe, sind das Zaubertrank der Veränderung. Zaubertränke, ne? Davon habe ich wirklich Millionen mittlerweile. Hier ist nichts. Auch nicht. Fump. So. Ich finde übrigens auch die Akustik ganz cool. Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube so gut hören kann. Oh, ein Orichalkumbarren. Orichalkum. Soll ich sowas mitnehmen? Oh, ich weiß auch nicht. Ja, ich nehme es mal. Ich habe ja jetzt wieder Platz, aber ich muss auch. Oder beschwöre Novize. Das sieht nicht gut aus. Ja, guck mal. Der ist nämlich recht unempfindlich. Oh Gott, was war das denn? Warum hat der. Was ist denn hier los, Lydia? Hey, passt ein bisschen auf. Was macht sie denn? Die schlachtet hier alles nieder, ey. Und wieso haben die so blaue Dinger drin stecken? Ich habe ihr die Axt gegeben, die ein bisschen Verzauberung hat. Das ist ja mal was. Der Typ hat Pilze eingesteckt. Okay. Die brauche ich nicht. Hier ist nur noch ein Häufchen Asche. Aber das Geld hat überlebt. Echt verrückt. Lydia, du gehst ja ab, ey. Totenbeschwörer, Robe etc. Haben wir alles schon eingesackt. Und durchsuchen Banditen. Dietriche sind immer gut. Gold ist immer gut. Oh, Lederrüstung. Die ist gar nicht so schlecht. 29 und ein Gewicht von 6. 8 und 2. Und der Eisenstreitkolben. Ist mir egal. 29, 6. Das Ding ist ja, ich habe nämlich momentan ja Stahlplattenrüstungen. Wo bin ich denn? Abkleidung her. Ja. Und. Auf Moment, wo ist die eigentliche Rüstung? Stahlplattenpanzer, Handschuh. Eisenrüstung, bebänderte Eisenrüstung, das ist es, genau. Die hat einen bisschen höheren Wert als die hier, aber wiegt auch unfassbar viel, 35. Ich weiß ja nicht, ob sich im Spiel das auch auswirkt. Ich nehme mal die Lederrüstung mit, aber rüste sie nicht aus. Ob sich das irgendwie auswirkt, dass die Rüstung schwer ist? Also was Beweglichkeit und Trefferrate oder so angeht? Keine Ahnung. So, aber. Ach, da geht's weiter, ja. Ich wollte gerade sagen, die Höhle ist hier schon zu Ende. Ist sie aber nicht. So, Brot. Durchsuchen das Fass. Ich esse Eis mir im Vorsitzend. Was? Nehmen. Das habe ich eben nicht so schnell gelesen. Oh, und wieder Bücher. Der Stadt der Steine. Die Wolfkönigin 5. Bücher müssen wir auch mitnehmen. Bücher kann man übrigens nicht einfach einstecken. Die muss man immer erst anklicken und dann nehmen. Oh, und es gibt eine Truhe. Ich liebe Truhen. Mit Gold. Zaubertrank. Die Robe der Beschwörung. Die habe ich auch schon, schätze ich. Anyway. Und wie komme ich denn da oben hin? Ach, einfach hin. Gut. Aber hier ist nichts. Alles klar. So. Ne. Ich gebe Lydia nicht. Also das hier durchsuchen. Was hat sie mit dem gemacht, ey? Ich check's ja gar nicht. Ist auch noch ein interessantes Detail. Nö. Alright, stürzen wir uns ins Abenteuer. Oh mein Gott. Ich versuche mal jetzt nicht mehr so viel Zeit hier zu verschwenden. Der sieht ja auch krass aus. Oh nein. Da kämpfen. Zauberer immer gegen. Okay. Gegen Mumien. Und Lydia hackt sie weg. Alter! Alter, ey. Die geht aber auch ab, die Dame. So. Ich sammle Gold ein.
und Zaubertränke, sowas ist immer nützlich. Gold. Aber wirklich, hier kann man ja. Ich hatte ein Geweih dabei. Stab der Zombies. Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Ich bilde mir ein. Sowas hätte ich schon mal gehabt. Ich würde es gerne mal ausprobieren, wie das funktioniert. Das ist doch unglaublich, ey, wie viel Tote hier schon wieder sind. Für das ganze Ding habe ich das Gefühl, ist noch gar nicht richtig losgegangen. Gold, Vampirstaub. Wofür man Vampirstaub braucht, habe ich auch noch nicht verstanden. Aber wisst ihr was, wir machen uns mal einen Scherz. Und ich sage mal, dass der... Bumm, bumm, wo ist er denn? Stab der Zombies zu meinen Favoriten. Ja. Und jetzt... Rüste ich den mal kurz aus. Und würde da mal gerne wissen, was passiert. Alter. Beschwör. Verdammt. Achso, die sind zu mächtig für Zombie-Erweckung. Alles klar. Ist ja komisch. Also, was für Wesen sind es denn nicht? Weil, das sind ja hier so nur 0815 Gegner. Alright. Egal. Wir warten weiter. Zaubertrank der Gesundheit. Gesundheit. Ich muss das alles einsammeln, es tut mir leid. Ah, das sieht ja cool aus. Was ist denn hier los? Wie gesagt, wir sind auf der Suche nach dem Horn von... Was ist denn das hier, um Gottes Willen? Ich kann es nicht anwählen und gar nichts, also keine Interaktion. Die Frage ist, muss ich jetzt alle Ohren durchsuchen? Um an das Horn zu kommen? Wollt ihr zugucken, wie ich hunderte von Urnen durchsuche? Nee, ne? Gold. Immer gut. Das da drüben sieht schon wieder aus wie eine geheime Wand, finde ich. Ich habe aber auch rausgefunden, in irgendeinem Dungeon, dass man halt von der anderen Seite die Öffnung hat. Ja? Und nicht unbedingt irgendwie einen geheimen Zauber braucht oder sowas. Und dass es einfach so rum funktioniert. Gold. Ich muss wirklich mal gucken. Ich habe so viele Zaubertränke. Meine ganze Leiste ist voll. Und genau, also offensichtlich kann ich hier irgendwann wieder rauskommen. Sowas weiß ich da mittlerweile schon. Wow. Und ich werde jetzt aber mal aufhören. Überall reinzugucken, oder? Stell dir mal vor, im echten Leben wäre das auch so, ne? Man geht die Straße lang und die ganze Zeit liegen irgendwo 100-Euro-Scheine. Was ist denn hier los? Hier ist auch schon wieder Feierabend. Buch stecken wir ein. Stecken wir ein. Stecken wir ein. Stecken wir ein, stecken wir ein. Okay. Schräg. Wenn... das jetzt die Höhlen waren, dann steckt hier irgendwo ein Rätsel. Und ehrlich gesagt... weiß ich dann auch nicht mehr, als... dass ich alles durchsuchen muss. Denn hier geht's nicht weiter. Blödsinn, Blödsinn, ey. Ich bin da nur in einen Seitengang gegangen. Natürlich geht's hier weiter. Oh Gott, und zwar so richtig. Oh, hab ich mich erschrocken. Fuck. Ah nein, ey. Ich bin an das Skelett gestoßen und hab's weggeboxt und mich selber super erschrocken. Lydia, du darfst dich nicht mehr in den Weg stellen. Ich nehme den Eisenpfeil.
Hier scheint es ja einen Kampf gegeben zu haben. Vor Zeiten. Oh, und schon wieder eine Abzweigung. Das ist doch unfassbar. Wie verwinkelt ist denn das Ding? Freund. Der ist ja nicht besonders. Ah, da hinten kommt noch einer. Lydia? Deine. Sie hatte zwei Pfeile in ihn versenkt. Das Merkwürdige ist, manchmal konnte ich Pfeile wieder rausholen aus erschossenen Opfern. Und manchmal geht es nicht so richtig gut. Okay, also ich mache die Labyrinthregel, ne? Immer nach rechts gehen. Denn irgendwie ist das ja hier ein Labyrinth. Und hier ist eine, nehme alte Nordstreitaxt. Die hat jetzt für mich, glaube ich, keine tolle Bewandtnis. Aber hier ist der berühmte Felsen in der Brandung. Wow. Oh nein, und es geht noch tiefer. I can't believe. Und es gibt einen Hebel. Ich muss aber sagen, die Dungeons sind schon ziemlich krass. Ja. Die wirken nie generisch oder so, sondern eigentlich immer sehr... Hier ist wieder nur ein Raum. Da vermute ich ja mittlerweile dann echt eine Falle. Öffnen. Gold. Zaubertrank der Heilung. Und ich muss auch versuchen, immer konzentriert so rumzugucken, damit ich nicht wieder den Fehler mache und irgendwas übersehe, was wichtig ist. So, aber das hier ist tatsächlich eine Sackgasse. Hm. Zumindest für den Moment. Wow. Ich weiß ja nicht, was er hier bewirkt. Ach so. Genau. Irgendein Dungeon, den ich verlassen musste, unverrichtete Dinge, hat nämlich auch so eine Tür. Und das war noch ziemlich am Anfang, da dachte ich kann die irgendwie von der anderen Seite öffnen. Konnte ich aber nicht. Oder werde ich wahrscheinlich nicht können. Ganz interessant, ne, wie man mittlerweile Erfahrung macht. Achso, hier ist einfach nur ein Grab. Witzig ist das. Ah ja. Das, was ich aber tatsächlich auch ein bisschen komisch finde, diese normalen Gegner hier, ne? Die sind ja quasi nur Kanonenfutter. Die interessieren einen gar nicht. Und das finde ich fast ein bisschen schade. Also wenn das so ein bisschen Dark Souls-mäßig wäre, dass jeder Gegner wirklich eine Challenge ist, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Und wie gesagt, ich bin ja der Meinung, dass ich noch am Anfang bin und nicht irrsinnig aufgelevelt. Und da wäre es eigentlich, ja, Zaubertrank der kleinen Heilung, da wäre es eigentlich noch angebracht, dass Gegner mir blitzresistent. Geringe Ausdauer, kleiner Sehenstand, Gestein. Das Gegner mir mehr Schwierigkeiten macht, ne? Weil ich halt Anfänger bin und noch total weak. Aber ich bin immer beeindruckt über die Architektur, ne? Was die so zusammen gebastelt haben für Skyrim, ist schon toll. Vor allen Dingen, wenn man gemerkt hat, wie viele von diesen Dungeons es das eigentlich gibt. Und Tür auf. Ich glaube, wenn es eine Ladesequenz gibt, dann... Was? Genau, macht er auch immer automatisch Speichern. Und Lydia immer, was? Warum sagt ihr das immer? Oh oh. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott, ist das riesig. Ich hoffe, ich schaffe die Quest in den 45 Minuten, die ich mir Zeit nehme für eine Folge. Da geht's nach links. Interessiert uns erstmal nicht. Oh mein Gott. Ja, doch, interessiert uns aber, weil...
ist ja ein ganzes unterirdisches Reich, was sich hier öffnet. Und da steht Zombie Master Lydia. Ich zeig nur noch auf ihn, okay? Da, jetzt guck doch mal. Ach, du bist aber auch. Ja, guck mal. Ich hoffe nur, wenn Lydia die ganzen Typen wegsammelt, dass das nicht bedeutet, dass ich denn keine Experience-Punkte sammle. Oh Gott, irgendwas ist hier. Hier ist ein ganz merkwürdiges Geräusch. Als wenn so zwei Wurzeln aneinander nagen. Lydia, jetzt macht doch nicht so einen Krach. Was ist denn hier nur los? Wie verzweigt ist denn das bitte? Wie soll man denn das überschauen? Wie abgefahren. So, und gegen meine eigene Regel, jetzt nach links zu gehen, das kann ich nicht machen, ey. Verlaufe ich mich doch, guck mal. Vor allen Dingen. Ich kämpfe mal selber. Ah, wieder lustig, da liegt dann. Oh mein Gott. Achso, von da ist er gekommen. Also ich muss mir merken, ich bin jetzt nach links gegangen. Hier hing doch eben auch noch so ein Typ rum. Unfassbar. Goldzaubertrank. Also jetzt, wo ich die ganzen Bücher abgelegt habe, werde ich irgendwann an Zaubertrank Überschuss sterben. Nein, sterben nicht, aber ihr wisst schon. Okay. Wie mysteriös ist denn das hier alles? Da geht's auch schon wieder weiter. Vor allem, was erzählt sie eigentlich manchmal, ne? Das habe ich schon mal gehabt, dass wir draußen rumrennen, uns greifen Wölfe an oder sowas und die Lydia schreit, verbrennt den Vampir und stürzt sich auf die. Alter. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Offensichtlich. Also hier gibt es einen Stuhl. Großen Saal. Ist ja auch ziemlich abgefahren, finde ich. Ne? Was wisst ihr sich immer ausdenken? Kann ich mich auf den Stuhl setzen? Ich kann mich tatsächlich auf den Thron setzen. Ich mach mal die Hände hin. So. Respekt. Komische Perspektive. Hier läuft nichts. So, wie komme ich da hoch? Ich schätze mal, wenn ich hier lang gehe. Richtig geraten. Und überall Knochen. Ich habe aber das Gefühl, dass ich heute mit der Motion ein bisschen Probleme habe. Also ich habe immer so ein leicht komisches Gefühl. Oh ja, Jemini, ist das hier riesig, meine Güte. So, der hat nicht viel Freunde gehabt. Der auch nicht, den hat Lydia erledigt. Also, falls jemand das weiß, bitte mal in den Kommentaren schreiben, wenn Lydia Leute killt. Okay. Geht mir dann die Experience Points da flöten? Ich meine, hin und wieder finde ich das ja total hilfreich, wenn sie da ist, in brenzlichen Situationen, aber ich möchte natürlich auch nicht, dass wenn sie mir hilft, dass ich selber quasi nicht auflevel. So, das komplizierte Geheimnis haben wir wieder gelüftet. Wir nehmen den Seelenstein. Benutze Arcana für Zauberer. Brauche ich jetzt auch nicht. Eigentlich ist es manchmal ganz entspannt, ne, wenn man sich um ein paar Details noch gar nicht kümmert. Ich kann ja offensichtlich auch so Gegenstände verzaubern und sowas. Kaiserlicher Bogen. Auswählen. Verzaubern. Seelenstein. Ja, und jetzt müsste ich wahrscheinlich Zutaten noch
ich sag mal, herstellen. Wähle einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstein. Verzauber, also in der Verzauberliste habe ich irgendwie nichts stehen. So, das muss ich mir mal angucken, wie man das macht. Früher oder später? Ja, später. Zack, Gold eingesackt. So, von da sind wir gekommen. Also gehen wir hier weiter. Es ist echt verrückt, diese große Halle, die ich gesehen habe. Oh Gott. Geht's überall weiter? Wie gesagt, meine neue Regel ist, nach links zu gehen. Ein Trollschädel. Warum ist das so verzweigt? Also, es muss ja nicht so krass linear sein, aber wenn ein Level so derbe verzweigt ist, macht mir jetzt immer das Gefühl, ich könnte irgendwas verpassen. Guck mal, hier sind sogar Bäume unterirdisch. Ist das krass. Und jetzt ist die Frage, habe ich das vorhin gesehen? Also, bin ich jetzt tatsächlich wieder hier? Ist das der Hammer? Und es sieht wirklich gut aus. Ich mag ja diese atmosphärische Geschichte, ne? Dass es nach hinten hin so ins Bläuliche wegsuppt. Das ist einfach eine schöne Optik. Oh, die schießen auf mich. Ich muss Skelette vernichten. Also mein Freund. Alter Nordfeuer. Einsammeln. So, jetzt werde ich mal Folgendes machen. Alter, da oben ist aber... Nee, ich muss da hochgehen. Ach so, hier. Da kommt irgendwelche Feuer aus dem Boden. Ich dachte, das ist irgendwas Magisches. Das sieht alles so krass aus. Guckt euch das mal an. Ach so, in solchen Ecken kriege ich eigentlich immer neue Drachensprüche oder sowas vermittelt. Aber ich will erstmal gucken, was hier war. Ich weiß wirklich leider nicht. Als ich in die Höhle gekommen bin, da war ja... Skelette. Puh. Weil man fragt sich wirklich, ne, wozu gibt es diese ganzen Ecken hier? Schon wieder so eine geheime Tür. Also könnte es sein. Man weiß es nicht. Hier zum Beispiel ist einfach nicht. Es hört auf. Ich spring mal hier runter. Ah. Und hier ist eine Gittertür. Die kann man noch von der anderen Seite öffnen. Wie gesagt, als ich in die Höhle reingekommen bin, habe ich ja eh schon so einen großen Bereich gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich reingekommen bin. Und ob ich das da gesehen habe? Stand ich da oben? Ging es da los? Kann das sein? Weil die Optik ist sehr ähnlich. Abgefahren. Ich finde es tatsächlich ziemlich krass, wie wir die schaffen. Ah. Oh. Okay, das öffnet die Türen hier, diese... Öffnungssteine. Das muss ich nochmal ausprobieren. So. Wenn ich den mache, geht der hoch. Ich laufe mal durch. Rennen. Okay, bin ich schnell genug. Weil ich nicht gelaufen bin, ich bin nur normal gegangen. Pass mal auf, das kriegen wir hin. Aber lustig, ne? Wie man tatsächlich die Rätsel... So, jetzt Doppelklick. Nein. Ah. Wisst ihr was? Ich brauche den Zauber des nach vorne. Oh Gott, das ist ja abgefahren. Ich habe schon immer gedacht, so, wofür braucht man den Mist? Den Wirbelwind-Sprint, ja? Ihr wisst Bescheid. Das ist ja
super lustig. Ich rüste den mal aus. So. Und jetzt ist es interessant. Lydia, du musst mal aus dem Weg gehen. Oh mein Gott! Ich hab's verpeilt. Oh nein, ich hab's verpeilt. Es hätte geholfen, aber. Verdammt. Und ich glaube, diese Dinge kann ich nur einmal am Tag anwenden. Lydia, geh mir mal aus dem Weg. Ich will ja nicht behaupten, dass du mich gebremst hast, aber. Nein, ich versau's jedes Mal. Komm schon, Leute, weil ich nicht die richtige Taste drücke, wenn es drauf ankommt. Oh Gott, aber ich kann den Spruch offensichtlich öfter sagen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. So, jetzt konzentriere dich. Du drückst Karo. Und dann. Warum? Jetzt ist er aber einfach hier angehalten. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Nochmal. Geh aus dem Weg, Lydia, bitte. Ja, genau das. Das gibt's doch nicht. Das verstehe ich nicht. Es ist, als wenn hier eine unsichtbare Barriere wäre. Okay, ich habe die nächste Möglichkeit. Ich drücke erst Rennen. Keinen Schrei benutzen. Achso, warum habe ich. Oh Gott. Das ist tatsächlich nicht so einfach zu koordinieren. So, ich gehe jetzt mal hier hin und ich sag mal Lydia, die. Ich bin direkt hinter euch. Stört mich nämlich leider dabei. Dass ich bleibe hier und passe auf. Gut. Okay. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Das Ding geht auf. Ne? Ich mache den Doppeldrick, um schnell zu laufen und währenddessen springe ich. Mal gucken, ob das klappt. Nee, klappt nicht. Ich bleibe hier einfach davor stehen. Keine Ahnung, vielleicht muss ja auch irgendwas passieren, was ich jetzt gerade nicht weiß. Ich will euch aber auch nicht damit langweilen. Oh nee, Lydia abholen. Wir brechen. Folge wie mir. Ihr befehlt, Tane. Ja, ich befehle. So, dann erkunden wir jetzt mal die Höhle. Wie gesagt, ich glaube, ich habe, als ich reingekommen bin, irgendwie von da oben geguckt. Somit würde das Sinn ergeben. Und dann gehe ich natürlich jetzt erstmal hier den Boden ab. Geht's ja auch noch runter. Oh, ich gehe nicht den Boden ab, sondern. Ist aber auch lustig, hier kann man sich auch, finde ich, richtig vorstellen, wie hier mal irgendwelche Zwergenvölker gelebt haben. Ich habe übrigens in der Welt schon solche Steine auch oftmals getroffen, wo dann immer stand, aktiviere den Stein. Und ich auch überhaupt nicht wusste, was das bedeutet erstmal. Naja, aber mich erinnert das immer alles ein bisschen an, wie hießen die denn? Herr der Ringe, ne? Wo sie durch Moria marschieren. So. In dem vergessenen, oder verlassenen, besser gesagt, verlassenen Zwergen. Welten, wo die alle schon tot waren. Ein Pfeil von der Wand. Puh. Sehr schön. So viele Pfeile brauche ich eigentlich gar nicht. Ich schieße kaum noch mit Pfeilen. Das stecke ich mal alles ein. Man weiß ja nie. Das sieht aus, als wenn ich. Ist das eine Fallbrücke? Ne. So, dahinter. Hier ist doch aber definitiv schon wieder so ein Geheimgang, ne? Das sieht doch so cool aus, weil vielleicht da irgendwelche Toten liegen. Und man fragt sich, wie man da hinkommt, nämlich
durch Geheimtüren. Ich bin mal echt gespannt, ob es irgendwann so einen Zauber gibt, dass man... Oh, da ist ein Loch in der Wand. Dass man vielleicht geheime Gänge besser erkennen kann oder so. Hier erkenne ich auf jeden Fall nicht, wo es lang geht. Ich sehe hier auch keine Verbindung irgendwie. Also, wenn ich mich kleiner mache, kann ich auch nicht durchgehen. Sieht aus, als wenn da irgendwie ein Gang von der Seite kommt. Und da oben ist auch eine Verbindung. Ist das verrückt? Weil die ganzen Brücken dahin sind ja alle eingestürzt offensichtlich. Krass, krass. Wie gesagt, ich bin ganz schön fasziniert, was sich irgendwelche Leute hier ausgedacht haben. So. Denn ich arbeite ja auch in einem kreativen Beruf, ne? Und werde dafür bezahlt, mir Sachen auszudenken. Und da merkt man manchmal, wie schwer das auch ist, sich vom Scratch Dinge auszudenken. Ne? Das ist manchmal echt ein harter Job. Und einfach mal so eine Höhle zu schaffen. Und ich wette, irgendjemand hat sich auch hingesetzt und die komplette Geschichte dieser Höhle aufgeschrieben. Das Einzige, was mich noch interessieren würde, ist, wenn die Dungeons eigentlich immer so geschlossene Abschnitte sind, ja? Wie im Prinzip diese Koop-Farpoint-Level. Wäre es in irgendeiner Welt möglich gewesen, dass man die grafische Brillanz von den Farpoint-Leveln dann hier haben könnte? Das wäre der Knaller. So, hier ist es ja eigentlich sehr romantisch, ne? Guck mal hier die bescheuerten Ecken an. Oh nein, flache Wurzeln. Ich bin raus. Ja, den hatte ich schon gebracht. Einfach irgendwie episch hier. So, ich gehe jetzt mal in das Ding. Genau, hier kriege ich wieder einen Spruch. Worte der Macht gelernt. Dann schwinden. Gestalten. Die Frage ist ja... Jetzt muss ich tatsächlich mal in meinem Questbuch gucken. Nachdem ich bewiesen habe, dass ich in der Lage bin, das Wort der Macht und das Schreien zu erlernen, hat der Graubart Arngier mich auf eine allerletzte Prüfung geschickt. Ich soll das Horn von Jürgen Windrufer aus dessen Grab in Ustengraf beschaffen, einen Grabhügel in den Sümpfen von Hjalmar. Bringe das Horn von Jürgen Windrufer in deinen Besitz. Okay, also das habe ich noch nicht. Ich habe jetzt hier einen Spruch gelernt, aber kein Horn. Ich werde auch das Gefühl nicht los, dass sie mir diesen Schnelllaufruf beigebracht haben, damit ich durch dieses Rätseltor da vorne komme. Aber ich gehe jetzt erstmal baden. Denn, wie immer, wird hinter dem Wasserfall... ich habe es einfach nur geraten. Aber tatsächlich ist hier eine kleine Höhle. Was macht ihr denn da? Mann, Lydia, jetzt lass mich auch mal selber einen wegboxen. Das gibt's doch nicht. Allein, was macht ihr denn da? Ich kämpfe halt. Eisenschwert ist doof. Zack, zapp, zapp. So, wenn man schon so clever war und hinter einem Wasserfall schaut, dann möchte ich aber auch mehr als ein bisschen Gold und einen Zaubertrank. Na gut, man kann ja alles haben. Aber lustig, ne? In Rec Room gibt es nämlich auch einen Wasserfall und ich habe auch sofort geguckt, ob dahinter etwas ist. Und ja, es war was dahinter. Auch eine Höhle und so weiter. Ist schon lustig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Geht das hier irgendwie noch weiter? Weil jetzt gilt es ja noch, das eigentliche Horn zu finden. Und wenn ich die Leute wäre, dann hätte ich das, also wenn ich die Game Designer wäre, ich hätte das wirklich gar nicht special und prominent irgendwo hingetan. Sondern irgendwo
in irgendeine Kiste oder so liegen gelassen, als wenn das nichts bedeutet. So, dieser Weg ist komisch, ich weiß gar nicht, ob man da wieder zurückkommt, das sieht ganz schön steil aus. Achso, ich kann ja dann hier runterspringen, alles klar. Aber, hüpp. Oh, verdammt, ich dachte, hier ist noch irgendwas. Ja, Herrgott, dann nehmen wir mal den Olchomirojumbaren mit. So, jetzt hatte ich nämlich wirklich vermutet, dass da noch was ist. Ist es aber nicht. Wozu gibt es denn da extra noch einen Weg? Nur um zu dem Toten hinzuführen? Dann gehe ich mal hier lang wieder. Ich glaube, da sind wir eben hergekommen. Weil ich eigentlich der Meinung bin, da ist jetzt nichts mehr. Ich habe doch alles abgegrast, ne? Oder? Ach Gott. Da vorne war ich auch. Ja. Ja. Hoffe ich. Meine Güte. So Leute, das bedeutet, ich gehe jetzt davon aus, ich muss durch diese magischen Steine. Oh nein, ich habe meine Ausdauer voll runtergelevelt. Ach, die steigt wieder. Ich muss durch die magischen Steine und da irgendwie durchkommen. Was mir tatsächlich bisher nicht gelungen ist. Obwohl ich es versucht habe. Und wie gesagt, ich hatte jetzt das Gefühl, dass ich technisch eigentlich alles richtig mache. Ich sag mal, Lydia, sie soll hier stehen bleiben. Bin immer noch da. Warte, wie ihr wünscht, Tane. Ja, ich wünsche es. So. Ich habe den Spruch, wenn ich mich nicht täusche, noch ausgerüstet. Genau. Zurück. Und ja, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich gehe schnell. Ha, es hat geklappt. Ich werde verrückt. Okay, was auch immer ich vorher falsch gemacht habe, habe ich jetzt repariert. Und jetzt habe ich auch trotzdem was falsch gemacht, denn vorhin habe ich gesehen, da ist irgendwo drin ein Hebel. Und ich dachte, der wird von hier aus auch erreichbar sein, aber ist er nicht. Jetzt steht Lydia nämlich draußen. Und ich kann sie nicht mehr erreichen. Ja, wird schon. OMG. Sowas lieben wir ja. Nein, nein, sowas lieben wir nicht. Sowas lieben wir nicht. Das ist ja alles Feuerfallen. Ja. Irgendwelche Fallen. Irgendwelche Fallen. Irgendwelche Fallen. Hilfe. Guckt euch das mal an. Der ganze Boden sind trittempfindliche Dinger. Aber ich habe ja zum Glück eine 250.000 Zaubertränke. Ich gehe einfach hier durch. Ich Latte. So. Alter. Das nimmt aber mal ganz schön mit, ey. Mumifizierte Leiche. Noch eine mumifizierte Leiche. Genau, wenn ich die Entwickler wäre, dann würde ich nämlich einfach irgendwie so jemanden das Horn haben lassen. Ja, weil das auch gar nicht so unwahrscheinlich wäre, dass... Oh nein, außer gefährlichem Feuer geht's hier nirgendwo hin. Ich fasse es ja alles nicht ein. Sowas finde ich auch schön, ne? Dass ich denke, oh, Spinnenweben, ich würde sie gerne wegbrennen und das funktioniert wirklich. Oh, ich habe noch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich Lydia auf der anderen Seite abstehen lassen. Wie geil ist das denn? Oh nein, Leute, der Wecker klingelt. Verdammt. Oh, wie gemein. Wisst ihr was?
Oi. Ich mach mal Folgendes. Ich drück mal hier. Da. Und speichere mal. So, ich hatte den Wecker nämlich auf 45 Minuten gestellt. Das heißt, wir haben eigentlich noch eine Viertelstunde, bevor die PlayStation von alleine das Speichern abbricht. Moment, ich habe eine Idee. Stell den Timer auf 10 Minuten. Okay. So. Ich wünschte wirklich, also eigentlich will alles in mir nochmal zurückgehen und Lydia holen, bevor das hier gerade so abgeht, aber ich möchte sie eigentlich auch nicht in die Gefahr bringen, hier über diese Dinger zu laufen. Ich habe abgespeichert. Wir versuchen es einfach mal, was auch immer jetzt passiert. Vielleicht lerne ich ja daraus, dass ich dann doch Lydia brauche oder es auch alleine hinkriege. Ich guck mal kurz, wie es mir geht. So, eigentlich sind alle Werte gut. Schwere Rüstung, bababa. Ich weiß nicht, kann man sowas wie Zaubertränke im Vorfeld zu sich nehmen? Beziehungsweise, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist dauerhaft Gift der Ausdauer entzieht dem Ziel. Achso, Gift. Für 60 Sekunden ist man blitzresistent. Naja, toll. Beschwörungszauber verfügt über 60 Sekunden über eine um 50% längere Dauer. Was? Achso. Wundertrunk des Kriegers. Einhandwaffen verursachen 60 Sekunden lang 30% mehr Schaden. Die sind ja alle recht kurzwirkend, ne? Ich mach mal Folgendes. Das geht immer nur eine Minute und so. Zaubertrank der geringen Ausdauer. Den tue ich mir mal zünden. Zaubertrank geringen Magie. Auch den Favoriten. Zaubertrank der Gesundheit. Boom. Favoriten. Hm. 30 Stück der kleinen Heilung ist ja süß. Das Favoriten. So. Achso, ihr habt das selber gesehen eben, ne? Ich war gerade bei den Magika. Zaubertrank der Magika. Stellt 50 Punkte Magika wieder her. Auch nicht so schlecht, ne? Favoriten. So, mal gucken, ob wir klarkommen. Das wird schon, ne? Drückt mir die Daumen. Achso, hier ist eine große Treppe. Die Treppen sind hier übrigens immer ganz schön steil in dem Spiel. Und ganz schön rundlich. Das liegt übrigens am Wert des Funkschädigens. Aber das ist wieder Technologie, das erzähle ich jetzt nicht. So, aber tatsächlich, ich finde, die Grafik ist ja immer leicht klobig, aber trotzdem sehr stimmungsvoll. Sehr schön. Hui. Erzähl mir nicht, dass das Horn einfach hier drin ist. Rätselhafte Notiz. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen, dringend. Mietet das Drachenzimmer im Gasthaus schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen, ein Freund. Verdammt! Oh nein, das Horn hat jemand geklaut, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Nicht die blöde Axt. Egal. Das ist ja eine miese Tour. Jetzt komme ich hier endlich an das epische Wow. An das hyperepische Grabmal von offensichtlich dem windrufenden Jungen. Und dann hat das hier einfach jemand gestohlen. Meine Güte. Abgefahren. Und wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Vor allem mit diesem Background-Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr dieses ambiente Geräusch so gut hören könnt. Achtet mal drauf jetzt. Das ist ja auch immer so wie Gemurmel von einem Männerchor, ne, die immer so sagen. Und gerade wo ich das hier so sehe, so alte Höhle mit Wasser und so, erinnert mich das auch total krass an so alte Simbad-Filme mit den Harryhauser-Animationen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo
wo er auch so gegen Skelette kämpft und ich stand als Kind total auf diese Sympathfilme. Und, oh mein Gott, vor allem, wenn man nicht mehr vorstelle, wenn man sowas hier als Kind hätte spielen können, ich wäre ja durchgedreht. Nicht, dass man das nicht im Kopf sowieso gemacht hat, also die Fantasie, aber, Herrgott, oh, wow. Hier ist nochmal eine ziemlich abgefahrene Truhe, die aber beschwört einen Schutzgeist für 60 Sekunden. Ja, diese Stäbe, ich weiß auch nicht, ob die so der Bringer sind. Aber wir plündern mal hier ein bisschen die Grabkammer. Ne? Was merkwürdig ist, wenn hier definitiv eigentlich ein Dieb war, der mir eine Nachricht hinterlassen hat. Warum sind dann in den Uhren und so hier noch Sachen drin? Hä? So. Aber lustig, dass ich erst diese Challenge da mit den Türen überhaupt nicht packe. Und dann quasi sofort. Ah ja, es geht einfach nur weiter. Und zwar immer bergauf. Ich schätze mal, hier wird dann irgendwann einfach der Ausgang sein. Ah ja, das ist wahrscheinlich die magische Tür, die ich schon vorhin gesehen habe, wo ich direkt... Ja, seht ihr das? Hier komme ich direkt wieder. Na gut, okay, das bedeutet tatsächlich, mein Ausflug zum Siegfrieds Horn ist ein fieses Ding, denn da war schon jemand und hat das Ding einfach geklaut. Gemeine Sache. Dafür aber nett, weil wir haben ja jetzt die Quest dann doch quasi abschließen können. Es gibt noch einen Bereich, den ich nicht rangekommen bin. Das war diese geheime Schatzkammer da. Meine Güte, das ist aber auch ein verwinkeltes Ding hier. Achso, falls ihr euch fragt, was ich mache, ich muss natürlich Lydia wieder abholen, die wartet ja noch auf mich. Hui. Aber lustig, ne? Als ich am Anfang die Geheimtür gesehen habe, dachte ich schon, dass man am Ende des Ganzen da rauskommen wird, um dann sozusagen wieder gleich am Eingang zu sein. So. Und jetzt kann ich auch nochmal meine andere Theorie überprüfen. Als ich hier rauskam, genau, guckte ich da drauf und das heißt, Lydia steht jetzt unter uns. Schade ist nur, dass ich hier nicht direkt runter kann. Es müsste auch eine Funktion geben, dass man sich zu seinen Gefährten beamen kann, ne? Genauso wie man sich zu Orten beamt. Das wäre ganz nützlich. Okay, aber pass mal auf. Dann passiert jetzt heute und hier eigentlich nicht mehr viel. Ich hole jetzt... Alter, ich habe gebrannt, okay. So viel zum Thema, da passiert nicht mehr viel. Ich hole jetzt Lydia ab und dann gehen wir aus dem Dungeon hier raus. Ich kann nicht glauben, dass sie das ganze Ding aufbauen, nur um mir einen Brief da zu lassen. Also jetzt von Entwicklerseite her. Das war jetzt gar nicht so episch, ne? Ich habe gedacht, es gibt hier jetzt noch ganz große Schlachten zu kämpfen und so weiter. Was kommt denn bestimmt noch? Genau, ich hole Lydia ab und dann gehen wir natürlich zum schlafenden Riesen und mieten das Drachenzimmer und befragen dann mal den Herrn Meisterdieb, was denn Sache ist. Ich gehe mal davon aus, der will mir dann wahrscheinlich den mir zustehende Trophäe verkaufen. So. Und die große Frage ist, wenn ich jetzt das nochmal mache hier mit Lydia, ob ich es dann schaffe, den Hebel links zu erwischen. Ich zeig den euch mal. Moment mal. Genau, da ist nämlich ein Hebel. So. Und ich bin ja jetzt total durchgeflutscht beim zweiten Anlauf. Und ich würde gerne... Ich denke, wenn man den Hebel zieht, dann bleiben die für immer oben. Und dann kann man gemütlich durchgehen. So, aber das existiere ich jetzt nicht mit euch durch. Wir haben jetzt schon eine Stunde geschafft. Und ich würde sagen, im Anblick der fantastischen Drachenhöhle... Ich mach mal Fotos. Verabschiede ich mich jetzt für euch, von euch. Schön, dass ihr dabei wart. In den Höhlen von Dvgard, oder wie der Schüssel hier heißt.
Auf jeden Fall sehr beeindruckend alles. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Geschichte finde ich tatsächlich auch ganz interessant, aber ich muss ja gestehen, was mich am meisten reizt, ist einfach immer rumzulaufen und Sachen zu entdecken, ja, die mir gar nicht offiziell aufgetragen wurden, aber das macht irgendwie auch sau Spaß. Alright, so, das war Mo Tensen mit der Suche nach dem Horn und ja, es geht das nächste Mal weiter. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Gebt mir gerne immer alle möglichen Tipps und so. Und damit bin ich raus. Seht ihr, der Wecker klingelt jetzt auch. Wir haben die 10 Minuten verbraucht. Und ja, macht euch ein schönes Wochenende. Nee, wartet mal. Wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist es gerade Wochenende. Okay. Also macht euch noch ein schönes Restwochenende. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann. Ciao.